Wir stehen heute hier vor dem neuen Volvo EC250 ENL und wir wollen euch heute mal die Vorteile bzw. die Neuerungen der Facelift-Serie zeigen. Von außen gut erkennbar das neue Epsilon-Design, das heißt das Kundengewicht wurde vom Design her komplett überarbeitet und ist auch von außen direkt als neue Maschine erkennbar. Eine weitere Änderung ist die Rückfahrkamera, die wir jetzt im Kundengewicht integriert haben, sodass sie nicht mehr über das Heck der Maschine hinaussteht. Das neue Design und die technischen Änderungen findet ihr beim EC250e, EC300e und beim EC350e. Auffällig ist bei den Facelift-Maschinen auf jeden Fall der neue Aufstieg, der jetzt seitlich angebracht ist. Das heißt, der Fahrer steigt von der Seite auf, kann somit AdBlue und Kraftstoff sehr sicher auffüllen. Und wir haben zur Seite, also sprich wenn der Fahrer aus der rechten Seite rausschaut, wesentlich mehr Sichtfeld übrig. Dass bei Volvo die sicherheitsrelevanten Griffe bzw. Aufstiege immer in diesem leuchtenden Orange sind, kennt ihr schon von den vorhergehenden Maschinen. Was natürlich selbstverständlich ist, dass auch unsere Geländer klappbar sind. Durch das neue Design und den neuen Aufstieg ist es dem Fahrer möglich, die Zentralschmieranlage und die Betankungspumpe direkt vom Boden aus zu erreichen und zusätzlich haben wir noch Platz gewonnen für eine kleine Werkzeugkiste. In der hinteren Wartungssektion haben wir alle Kühler untergebracht. Der Klimakondensator kann für die einfachere Reinigung des hinteren Kühlersegments einfach nach vorne rausgeklappt werden. Und hier sehen wir auch unser Schmutzfanggitter, um den Kühler vor Beschädigung bzw. vor grobem Schmutz zu schützen. Da ab dem Volvo EC250e der Druckluftkompressor ab Werk verbaut wird, habt ihr optional die Möglichkeit für die Kabine eine Druckluftpistole zu erhalten. Die neuen Volvo EC250e, EC300e und EC350e sind mit einem neuen Motor ausgestattet, und zwar mit dem Volvo D8M, der mit 10% mehr Leistung zum Vorgängermodell ausgestattet ist. Die neuen Motoren erfüllen alle die aktuell gültige Abgasstufe EU5. Bei diesen Motoren wird die Regeneration während der Arbeit durchgeführt. Ab sofort sind die Maschinentypen EC250e, EC300e und EC350e mit einer elektrischen Vorsteuerung ausgerüstet. Ein Vorteil der elektrischen Vorsteuerung ist, wenn die Maschine ab Werk mit dem Basissystem Digassist 2D ausgerüstet ist, dass wir alle weiteren Ausbaustufen ohne weiteres auch im Nachgang nachrüsten können. Diese Aufrüstungen beinhalten natürlich Infield Design, Digassist 3D für Topcon oder Trimble, Volvo Active Control und auch die Onboard-Waage.